Wenn der Banner einblendet, so. Das krieg ich auch nicht nochmal hin, mein Gesicht ist gerade nicht so motiviert. Das kriegst du nur irgendwann mal hin. Das war mir ein bisschen Hexe jetzt. Oh, auf gegen die Wand geklatscht. Oh, noch Schaden bekommen. Oh nein. Ho-ta-ta-ta-ta! Ho-ta-ta-ta! Okay, scheiße. Mann, du machst mich fertig, du kleiner Hoden-Schmuser. Was? Hä? Hä? Oh, nimm ihn, nimm die Wand und trag sie zum Heaven. Zum Boah, ich Heaven. bin gerade so mega auf Crack. Ne, das ist ja Hammer, wie sehr ich auf Crack bin. Nein, der Wichser rennt weg. Ja, fang die Kisten hart. Darum geht's doch hier, oder? Ah nein! Ich sollte wirklich auf meinen Charakter gucken. Oh, ups. Oh nein, nicht dort. Ha, ta, 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 ta. Aha. Und du bist so ein Dussel, ne? Da fliegt er und nimmt das Item und wirft die Kugel des Todes. Hinter dem kleinen Licht hinterher, er kommt nicht weiter, denn die Kugel des Todes verfolgt ihn weiterhin. Über die ganze Karte. Er schwingt sich gekonnt über den Haufen Gläser und Gläser und streicht unter dem Boden durch, springt gekonnt über seinen Gegner und nimmt seinen Platz an der Front wieder ein. Oh, Kisten, ja. Und da verkackt er den Jump einfach. Ich weiß es nicht. Wenn ich gewinne, ist das Karma. Aber ich gewinne nicht. Guck dir den an. Oh, guck ihn dir an. Oh ja, wie gut er das kann. Oh, eine Rakete. Aber sie juckt mich nicht, denn ich bin Adolf. Der Beste. Around. Mana Mahida, hallo? Mit dem Hade, jeder Hadehu. Und ich bitte dürfte. Ha. Ah, so anstrengend zu lachen. Anstrengend zu laufen. Wir müssen eine Pause einlegen, denn wir können nicht. Die Longboard-Tour muss weitergehen. Hä? Ich weiß auch nicht genau. Die Longboard-Tour muss weitergehen? Oh ja, und er Frag mich sammelt das nicht. Item ein oder auch doch nicht. Er braucht es nicht. Er macht es ohne. Und er geht unten durch. Springt über sein Hindernis. Hindernis. Darum geht's nicht. Hindernis. Hindernis kommt gegen. Ah! Und die Tauben fliehen. Und weh. Mit einer deutschen Jagdrakete durch den ganzen Monsun verfolgt. Ich sprenge mich durch die qualitativ hochwertig hergestellte Landschaft. Slide drunter durch. Schwinge in graziner Perfektion über den Graben. Renne weiter weg vor ihm. Ich bin jetzt vor ihm. Nehme den Weg unten durch. Und dann rutsche ich gekonnt in das Hindernis rein. Unter dem Hindernis durch. Sammelt Was einen ein Ball. Spasti. Einen Höllenball. Es ist Der gewollt unglaublich. ist, uns die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Oh! Sammel sein Stamina! Und töte ihn! Oh nein! Nein! Oh, Scheiße! Mann, ich will den Huster nicht verlieren, weil der macht gerade meine Stimme so richtig kernig. Das finde ich gut. Du musst noch mal so lachen. Oder die ganze Scheiße kommt auf YouTube. Oh. Die ganze Scheiße kommt auf jeden Fall auf YouTube. Das Und wird so jetzt die Neo Kugel ist auf Crack. brennt ihm hinterher. Durch Gebiete wie diesem hier, mit Bausteinen, die uns aufhalten wollen. Doch wir, die mutigen Krieger von Helmhorn Hammerhans. Das war nicht ausgedacht, das ist ein Skizzen. Das ist ein Skizzendorf in Herr der Ringe. Oder Herr Helmhorn Hammerhans. Hammer. Ja. Das Helmhorn Hammerhans, sondern letztes Mal, ich will nicht blasen sagen, ertönen. Ich krieg mich nicht mehr, ne? Ich Ah.
Du musst die Sachen sammeln. Ah, heute Helm, Rakete. Horn, Hammer, Hans. Gekonnt gegen die Wand gesetzt und ich nehme den Boost, denn ich brauche ihn nicht mal, weil er so schlecht ist und selbst mit seinen minderwertigen Waffen kann er mich nicht einholen, denn ich habe die Macht der einen. Ich bin vor dir. Ich weiß. Das tut nichts zur Sache, Knappe. Du bist schon ziemlich knappe dran, Alter. Wahnsinn. Oh, und der nimmt den Haken, nutzt ihn perfekt, um auf den Boden aufzuklatschen. Er legt bereits nach rechts, obwohl er weiß, dass er dahin muss. Jetzt ist er wieder vor ihm. Hat den Vorsprung rausgearbeitet. Und er hat Kisten. Diese Kisten wird er nutzen, um den aufzuhalten, den Knilch. Und er rennt direkt rein. Er nutzt den Speed. Haut ab. Wechselt die Bildseite. Und springt gekonnt gegen die Wand. Weißt du, wie du dich anhörst? wie dieser Philipp. Wie hieß Ach der? Ach so, ja. Der Komiker. Zimny oder so. Ja, Philipp Zimny, genau so hörst du dich gerade an. Der spricht auch so. Ist voll krass. Das ist cool. Ja, gekonnt, so läuft die Zeitbombe ab. Und der rote Rand entsteht. Der Rand der Hölle, der uns zeigen will, dass man nicht zu weit abgrenzen darf. Genau in diesem Moment fahre ich 8 Meter in die Tiefe. Leo, bist du fett? Du musst dich auf Luft schnappen. Und hiermit beschwöre ich den Zauber der 8 und fliehe mit dem Haken. Du denkst vielleicht, du wärst cool, wenn du durch die Brücke rennst, aber ich verrate ein Geheimnis. Das macht dich nicht schneller. Geheimnis? Geheimnis. Wäre ein Geheimnis, nur besser. Wahrscheinlich weh, oder? Das hat nicht funktioniert, vergiss es. Da ist reingerannt, so ein Dussel. Oh, falsche Richtung. Und er springt über die Kiste. Nein! Oh, schrie der Knappe. Der mit der Bombenladung nicht rechnete. Den Tunnel ausgefallen angebracht. Bringt sie ihm die Rettung, die er benötigte. Er fällt auf die Fresse, weil er zwei Raketen in den Arsch bekommt. Das ist halt allerdings kein Problem für ihn. Denn der Knappe im blauen Anzug rannte weiter vor ihm. Er hatte ihn überholt. Nur ein knapper Vorsprung von mindestens 3 Knoten trennte die beiden voneinander. Nunmehr waren sie im Schiffsbauch gefangen. Sprangen an Wänden entlang. Man kannte die Hintergrundgeschichte nicht. Man wusste nicht, warum sie dies tun. Sie taten dies wohl einfach, weil sie es konnten. Man sprach darüber, einen Anruf zu kriegen, während diese lustige Runde stattfand. Alter, du kannst dran gehen. Scheiße labern, das ist so krass. Deswegen müssen wir kurz stehen bleiben und labern in 3, 2, 1, bis wir wieder losrennen. Bleib stehen, jetzt! Du kannst so viel Scheiße labern. Hä? Oh, er ist gemutet. Was ein Spasti.